Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. So, Jan, ist das da oben jetzt das Thema. Feld? Nein, muss ich jetzt da oben das Feld auch noch machen oder ist das auch fertig? Wie, wo, was? Kevin, stellst du nochmal den Helfer an? Hey, hier oben ist auch noch, hier ist noch eine Reihe. Ja, dann machst du das da oben, dann mache ich hier die neue Reihe. Alles klar? Jo, ist. Wunderschön, jetzt kann ich wieder anschalten. So, jetzt kann ich mich um den Tacker wieder kümmern hier. So. Oh, der Anhänger ist voll. Ja, ich gleich auch. Oh, ich bringe ihn weg. Nein. Und jetzt ist die Sämaschine ist jetzt auf Feld 44 dran. Okay. Also das Teil macht schon Spaß. Ja. Unwahrscheinlich viel Spaß. Irgendwie sieht das Ding auch total realistisch aus. Keine Ahnung. Wenn du um eine Kurve fährst, du musst wirklich groß ausholen mit der normalen Lenkung und so. Das ist schon geil. So, über was können wir noch reden? Letzte Folge habe ich mich ein bisschen Need for Speed. Need for Speed. Weiß nicht, weißt du irgendwas? Nein, ich weiß da gar nichts drüber, weil ich ja zu dir gesagt habe gestern, ich werde mich nicht spoilern lassen zu dem Spiel. Minecraft 1.9. Minecraft 1.9. Zu spät. Total schwierig, Alter. Hardcore. Ganz nicht. Aber richtig zu spät. Ein Creeper macht immer pssst, nicht pssst, sondern er sieht die pssst. Ja, aber hast du gestern die Vision jetzt gespielt oder heute? Ja, jetzt gerade eben vorm Aufnehmen. Achso. Nein, es geht ja darum, Leute, dass sie ein Jahr geredet haben. Da habe ich vorhin mit Jan drüber geredet. Irgendwie ist die Luft raus. Jetzt. Oh. Ja. Ich habe mich mega gefreut auf dieses 1.9, weil wir dann ja eigentlich... Jetzt können wir es ja eigentlich erzählen. Wir wollten Minecraft Vanilla spielen. Richtig Vanilla, Leute. Ohne Mods, ohne alles. Und wollten richtig geil spielen, so wie man früher Minecraft gespielt hat. Aber Ausnahme von Shader-Paket und Ressourcen-Paket. Aber irgendwie ist die Luft raus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ne, weil alles zu lange gedauert hat. Genau, weil einfach alles viel zu lange gedauert. Ein Jahr lang haben sie geredet. Ich muss unbedingt die ersten Adventure-Map-Folgen, die wir aufgenommen haben, da haben wir darüber geredet. Mhm. Ja, wie kann ich ein Jahr lang einen Patch reden? Das wäre jetzt so, als wenn du jeden Tag ein Jahr lang von The Division News hörst. Dann kaufst du es nicht mehr, Jan. Weil du gesättigt bist. Ja, das ist genauso, wie kann ich denn da ein Beispiel geben? Bei mir ist das zum Beispiel bei Hip-Hop so, ja, gebe ich jetzt so ein Beispiel. Man hört von denen nur in der Promo-Phase was und danach ist Ende. Und wenn die dann ein neues Album rausbringen oder so, dann freust du dich auch wieder, diese Menschen zu sehen. Ja, da in diesem Interview und dann hörst du, was sie gemacht haben oder du hörst, was geplant ist von denen und dies und jenes. So. Und so ist das beim Spiel doch in dem Sinne auch. Das ist genauso wie wir, da gestern haben wir darüber geredet, glaube ich, Jan, ne? Mit dem Battlefield 5. Dass wir eigentlich, oder dass ich persönlich, noch gar keinen neuen Titel haben möchte. Ich habe noch keinen Heißhunger auf dieses Spiel wieder. Warum entwickelt ihr nicht bei den Leuten einen Heißhunger? So einen richtigen, ich will. Yummy, yummy. So wie Landwirtschaftssimulator, das kommt nur alle 2 Jahre und ich muss sagen, ich will Neues. Ich will jetzt ein neues Landwirtschaftssimulator. Klar, wenn es scheiße ist, spielen wir das hier weiter. Ja. Ganz einfach, dann spielen wir das hier weiter, das ist ja nicht das Problem. Aber ich habe das bei Battlefield irgendwie nicht. Und ich glaube, ich hätte mir auch Star Wars Battlefront gekauft, wenn... Wie soll ich das sagen? Wenn ich nicht dieses Angefickte wäre von Battlefield gewesen wäre. Battlefield war so ein Grund, warum ich Battlefront nicht gekauft habe, ne? Star Wars Battlefront. Yes. Wo viele sagen, das Spiel ist wirklich gut, das macht viel Spaß. Es kann ja auch jeder sein. Ich würde auch niemals sagen, ich kaufe Star Wars Battlefront nicht, weil es scheiße ist. Das würde ich niemals sagen. Ich habe es nicht gespielt. Ich kann einfach nur sagen, dass ich halt keinen Bock auf dieses Spiel hatte, weil Battlefield 4
uns den Spaß verdorben hat an dem Spiel. Ganz einfach. EA Sports. Select Game. Wollt's nicht aufbocken? Ich musste Reifenwechsel gerade machen in der Zeit. Ach so, was? Reifenwechsel. Ja, wir haben gerade Reifen gewechselt. Reifenwechsel. Was gibt's denn dieses Jahr noch, wo ich mich drauf freue? Need for Speed. Dark Souls 3. Hab's heute, gibt's das erste Video bei Pizmeet. Ich gehe das gleich erstmal gucken. Hier, dieses Wildlands kommt da auch noch von Ubisoft. Tom Clancy's Wildlands. Ja. Auch so ein Open World. Ja. Boah, ja, aber man muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, sie sollen es jetzt nicht übertreiben, Uplay. Ja? Also ich würde mal ein bisschen mehr meine Bälle, glaube ich, flach halten, Jan. Meine Crew-Autos. Ja, wie zum Beispiel jetzt bei The Crew. Ich muss Summit machen, um Glück zu haben, um das Auto zu gewinnen. Ich und Jan, ich und Spike haben gestern noch Driften gemacht ohne Ende. So langsam haben wir es verstanden. Ich hasse Drift. Nee, du hast es nie richtig geübt. Will ja auch nicht, weil scheiße ist. Ach, das ist Bullshit. Hey. Na klar ist das Bullshit. Nein, mag's nicht. Weil du es nicht geübt hast. Und weil du denkst, du kannst es nicht. Ich mag's einfach nicht. Ja, weil du zu schnell fährst. Das ist der einfache Trick. Du musst unter 100, du musst bei 100 km/h bleiben. Dann kannst du alles driften. Komplett durch. Total simpel. Der Spike, der hat gestern Drifts hingelegt, Alter. Da habe ich mich weggeschrien, Junge. Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ich finde, dass, wenn sie Uplay nachher wieder zu viele Spiele rausbringen, Jan, dass sie dann wieder beigehen und Sachen vergessen. Wie zum Beispiel bei The Crew wieder Sachen zu fixen. Ja, da sind auch so ein paar Sachen, die müssen unbedingt gefixt werden. Wie beim Driften das Zurücksetzen. Zum Beispiel. Ja. Jetzt nicht das Spiel in die Schublade packen und sagen, boah, es spielen ja tausende von Menschen jeden Tag. Sondern geht bitte mal bei und macht es auch zu Ende, weil eigentlich ist The Crew ein Spiel, was wir immer spielen können. Auch wenn Need for Speed da ist, wenn alles gut läuft und wir wahrscheinlich in Need for Speed gut vorankommen, dann könnte es sein, dass wir jeden Tag 2 Rennvideos auf den Kanal kommen. Könnte auch sein, Jan. Weiß man ja nicht. Spiel auf jeden Fall. The Crew. Ja. The Crew spiele ich auf jeden Fall. Ja, und Need for Speed. Ja, das hast du jetzt nicht ganz verstanden, wie ich das gerade gesagt habe. So habe ich. Ja. Ich habe gerade gesagt, wenn wir gut vorankommen, dass wir dann schaffen, 2 Rennvideos pro Tag zu veröffentlichen. Also es bedeutet The Crew und Need for Speed. Aber wir müssen dann ja auch erstmal vorankommen. Du kannst ja nicht beigehen und eine 20-Minuten-Folge bei Need for Speed machen, wo wir über Autos reden und sagen, ja boah, Donnerwetter, guck mal, wie geil mein Auto aussieht, so wie andere YouTuber das machen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Entweder ich fahre da Autorennen oder Arschlecken, Alter. Wenn ich manche andere sehe, reden sie 20 Minuten von ihrem Auto. Alter, als wenn das ihr eigenes wäre. War cool, sein Auto stundenlang mit dem Auto zu beschäftigen. Schön Aufkleber drauf klatschen. Aber nicht im Video. Das ist, nennt mich Unterhaltung gleich null. Ja, Tuning, Rennspiel, Autotune. Finde ich nichts Interessantes dran. Was macht denn die Sämaschine? Du guckst die noch? Die fährt. Jawoll. Oder muss ich vielleicht das Allrad auslassen, dass er besser die Berge hochfährt? Weil der dreht nämlich immer durch. Alter, jetzt kannst du langsam jetzt mal ohne Scheiß aufhören zu regnen. Langsam kriegt man Pisslaune durch das Wetter.
Aber haben sie jetzt das Schild eingefügt, Jan? Hast du dir schon ein Schild gequaftet? Also den extra Slot fürs Schild hast du nicht mehr. Das Schild haben. Kann man kraften, ja. Ja? So, sechs Holz, ein Eisen braucht man. Okay. Ja, und fliegen soll man können, ne? Ja, muss in End gehen, den Enderdrachen haben besiegen. Dann gibt's ja irgendwo ein Portal, da kannst du reingehen, so ein Mega-Dungeon, musst alles aufräumen und dann kannst du mit bisschen Glück so eine Truhe finden, da ist dann so ein Fallschirm drin. Oder so ein Fliegeteil halt. Ja, genau. Aber der nutzt sich auch nach einer Zeit ab, also. Ja, wie doof ist das denn? Ja. Ich kille alles, um dieses Ding zu bekommen. Ja, du, naja, es spawnt halt zufällig, also es gibt nicht immer das. Ach so! Okay. Ja. Kannst du noch diesen Enderdrachen im Kopf kriegen? Ja, aber wo das in Minecraft überhaupt gar keine Rolle spielt, dieser Enderdrache. Also bei mir hat das nie eine Rolle gespielt in dem Spiel. Nö, bei mir auch nicht. Manche sagen, es ist ja Endgegner, aber ich baue einfach. Gibt es in Minecraft einen Endgegner? Nein. Ja. Nein. Und deswegen heißt es ja End. Ja, aber es gibt keinen Endgegner in dem Spiel. Das Spiel ist nicht zum Kämpfen gedacht. Nö. Ja, das Spiel ist zum Bauen gedacht. Und wenn du Bock hast und du hast gerade keinen Bock zum Bauen, kannst du zu diesem Enderdrachen gehen. Aber das ist ja nicht das Ende des Spiels. Weil wenn das Ende des Spiels wäre, wenn du den besiegt hättest, würde das Spiel zu Ende sein. Ist es aber nicht. Du kannst weiterspielen. Naja, wenn du den besiegt hast, kommt halt hier diese, wer wo ja alles mitprogrammiert hat, diese ganzen Credits. Genau, aber das Spiel ist ja nicht zu Ende. Ja, ja, aber... Das ist eigentlich Bullshit, das Ende zu nennen. In einem Bauspiel sagen, ja, der Enderdrache ist das Ende von Minecraft. Ja, und dass er da diese Bosse eingefügt hat und sowas, finde ich ja auch cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gelegt habe ich den ja auch schon mal. Und ich finde das auch toll, dass es den da gibt. Und das macht auch mega viel Spaß, da hinzugehen und dann nichts zu ersheaten, sondern vorher da wirklich alles für zu farmen, ne? Und gerade wo Minecraft neu war, wo man dann da wirklich versucht hat, mit einem Pfeil da oben die Dinger kaputt zu schießen. Ja, das geht auch nicht mehr. Und dann beizugehen, immer da vorweg zu laufen und ach, das war wirklich cool, das muss man ganz ehrlich sagen, das hat wirklich saumäßig viel Spaß gemacht. Aber dann zu sagen, das ist das Ende, das ist Bullshit, finde ich. Weil ein Bauspiel, wo das Hauptprinzip auf das Bauen liegt, auf Klötze aufeinandersetzen, kann es ja kein Ende geben. Das wäre so, als wenn SimCity ein Ende hätte. Also, mein Prinzip. Meine Meinung. Ja, du hast ja trotzdem die Welt weitergespielt, auch wenn du den Enderdrachen gelegt hast. Na klar. Ja, also. Was ich am meisten mag in Minecraft ist einfach das Nether. Keine Ahnung, ich mag Nether unwahrscheinlich, weil es einfach eine saumäßig geile Herausforderung ist. Wenn man mit nichts gescheatet spielt, wohl immer gesagt, sich alles selbst zusammengefarmt und nicht, ja, ich habe eine Diamantenrüstung, jetzt gehe ich da rein. Nein, man muss versuchen, da drin mal zu überleben ohne Rüstung. Absolut genial. Haus drinnen bauen, Bett hinstellen und dann macht's bumm. Es ist, ja, keine Ahnung, das macht aber Spaß, Jan, ne? Dieser Kick da drinnen wirklich zu überleben. Oder wenn ich überlege, wenn wir ultra hart Survival spielen, ja, wo das einfach dazugehört, da zu sterben. Aber wie schwer einfach Minecraft sein kann, wenn man so ein bisschen da drin rummoddet, finde ich. Ja. Klaus, wie gerissst du noch rein bei dir? Augenblick, muss ich gerade mal gucken. 7. Ich glaube, es gab 30%. Aber ich habe 60% jetzt. Na. Also Jan wird ja mit Sicherheit auch schon ein gutes Stück drauf haben. Ja, den habe ich ja eben ganz halt schon leer gemacht. Achso. Ah, keine Ahnung, man muss das halt immer von zwei Devisen sehen. Ich finde es halt kein Ende. Kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Was ich in Minecraft bis jetzt nicht toll fand, das war die Story-Modus. Den fand ich absolut lächerlich irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Wie fandest du den, Jan? Hast du den angeguckt bei jemandem oder selbst gekauft?
Was jetzt? Nee, nicht gekauft oder nicht geschaut? Gekauft, nö, geschaut, nö. Oh, geschaut auch nicht? Nö. Okay. Ich habe mir den bei Gronkh angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn wirklich nicht gut in Story-Modus. Na, ich habe mir bei Gronkh auch nur 2 Folgen angeguckt, dann konnte ich mir das nicht mehr mit antun. Keine Ahnung, hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft gehabt von dem Story-Modus bei Minecraft. Okay, Klaus. Machen wir nochmal ultra leer. Aber Minecraft hat deswegen ja auch nicht seinen Hype. Minecraft hat seinen Hype einfach, weil du da so kreativ sein kannst, wie in keinem anderen Spiel. Überlegen, das Spiel wird manchmal oder schon auf manchen Schulen gespielt. Ja? Die Kreativität zu steigern. Ja, das fand ich ja auch so hart. Das werde ich nie vergessen, wo mein Sohn in die Schule gekommen ist, hat er schon Minecraft gespielt. Und dann hat die Lehrerin mit uns darüber geredet, wir sollten das doch lassen. Er würde Computerspielen wäre nicht gesund und was weiß ich nicht alles. Da habe ich nur gesagt, sie haben nie Minecraft gesehen und sie haben sich damit nie auseinandergesetzt. Und deswegen werde ich da einfach nicht zustimmen, was sie gerade sagen. Ne? Und ich glaube da jetzt, boah, vor ein Jahr oder 2 Jahren hat sie dann gesagt, ja, dass sie mit ihrer Aussage wirklich richtig ins Klo gefasst hat, weil sie sich jetzt damit mal auseinandergesetzt hat und sie genau das Gegenteil jetzt sagen würde. Ah. Ja. Aber da muss man den Lehrern aber auch nicht sagen, ja, sie sind dumm oder geschweige irgendwas anderes, sondern einfach mal sagen, ey, hier, schauen Sie sich das doch mal an, bevor sie darüber beurteilen, ne? Ja, klar. Und nicht bei irgendwelchen Schnickschnack-Leuten dann Minecraft schauen, wie, ja, ich will keine Namen nennen, aber bei irgendwelchen Leuten, die dann nur Schimpfwörter im Mund nehmen, sondern vielleicht wirklich mal den Gronkh sich anschauen. Ja, oh, Fotze, Junge, ich töte dich mit meiner Axt. Ja, wirklich mal Gronkh anschauen, wo er da diese Welt gebaut hat und das mal als Beispiel nehmen für Lehrer. Erstens gibt da kein gesülzten Scheiß von sich, ja, was die Lehrer sich dann ja auch mal reinziehen können. Und dann kriegen die auch einen ganz anderen Standpunkt darüber, finde ich. Und so kreativ, wie du in Minecraft sein kannst, kannst du ja in keinem anderen Spiel. Also ich kenne keins, wo du so kreativ sein kannst. Ja, ich werde das nie vergessen, wo ich da dieses geile... Also das Geilste, was ich bis jetzt wirklich gebaut habe, war der Einkaufsladen. Schade, dass ich den nie verändert habe. Mit dem Schild vorne vor und so. Das war wirklich genial. Mit dem Leuchtschild. Ja. Das habe ich mega gefeiert. Ich habe mal einen Sternzerstörer gebaut. Fand ich am geilsten. Was war denn noch geil, was ich geil gebaut habe? Na, das Ferienhaus und so. Das war auch ziemlich geil. In den ersten Minecraft-Folgen, die ich mit Andi gemacht habe, habe ich ein Ferienhaus gebaut, Leute. Mega geiles Ferienhaus. Oh. Das war schon fett, das Ferienhaus. Jetzt könnte aber langsam mal die Sonne wieder rauskommen. Ja, es nervt aber auch jetzt so langsam. Ein neues Projekt starten, Let's Play Minecraft Kreativmodus. Jetzt los. Oh, krass, mehr. Rage-Modus, Mich-Anlage. Mal sehen, mal schießen. Dann krieg ich mal ein bisschen. Ja, ich lasse jetzt die Zeit ein bisschen schneller laufen. Also mich deprimiert das gerade so ein bisschen. Wir sagen auf jeden Fall wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten hier bei Minecraft. Thema, ihr könnt ja auch mal schreiben, was war euer größtes Projekt, was war euer bestes Projekt in Minecraft, was ihr jemals gebaut habt und seht ihr das genauso wie ich, dass der Enderdrache kein Ende ist, auch wenn der vielleicht diesen Namen trägt, sondern dass es einfach nur ein schönes Gimmick ist, was einfach als Abwechslung da ist, dass Minecraft nicht langweilig wird. Also so finde ich das zumindest. Und es ist die Sonne da und damit sagen wir vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hier bei Landwirtschaftssimulator. Tschüss! Tschüss!